Leute, ignoriert mal kurz die hässlichen Klamotten und die wirklich hässliche Frisur. Wir machen heute was ganz Besonderes. Wir haben was ganz Besonderes einfallen lassen, was wir heute machen werden. Ich habe Lust drauf. Und wir beginnen heute eine Sidequest an, die jetzt nach der Story, glaube ich, erst verfügbar ist. Es sind sogar zwei. Allerdings erst machen wir erstmal eine zur Zeit. Ich habe Lust auf Pilzsuche mit Quiekel. Habe ich keine Lust. Wir machen heute einen tief schwarzen Albtraum. Uns hat ein Bericht über die Sichtung eines uns angsteinflößenden Pokémon erreicht. Sprich mit Duncan in Professor Lavins Büro und versuche es zu fangen. Ein tief schwarzer Albtraum. Yay. Oh, bist du diejenige, die meinen Auftrag angenommen hat? Da kommen wir mal gleich zur Sache. Eine alte Legende, die so erzählt von einem dunklen Albtraum, der Menschen nachts auf einsamen Pfaden heimsucht. Ich glaube ja eigentlich nicht an solches Zeug, aber ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Das schreckliche schwarze Pokémon, das so aussah, wie es in der Legende überliefert wird. Es heißt, wer in einem von ihm erzeugten Albtraum gefangen wird, wacht nie wieder auf. Wir müssen also etwas unternehmen, bevor ihn jemand zu Opfer fällt. Ich habe das Pokémon auf halber Strecke zum Gipfel des Kraterbergs gesehen, in der Nähe des Kletterklippe. Ich war nachts allein unterwegs, so wie es die Legende besagt. Aber pass bloß auf, dass die nicht erwischt, hörst du? Oh, wir werden uns holen. Bei der Klippe, nachts, vor allem nachts. Das könnte interessant werden. Habe ich genug Pokébälle bei? Inventar, wir haben 7 Überbälle, 2 Schwerbälle, 5 davon. Ich bin mir nicht sicher. Wir werden da auf jeden Fall trotzdem hingehen. Wir müssen da eh schlafen. Und dann werden wir, bis zur Nacht müssen wir eh schlafen. Ja. Hier? Kletterklippe? Hier soll Darkrai sein? Ich hätte irgendwie gedacht, in den Bergen oder so, irgendwo versteckt oder. Na gut. Wahrscheinlich hier mitten im Wald. Kann ich mir auch Darkrai auch gut vorstellen. Das ist Dory. Anhöhenbasis. Neben ihm. Ich hab die doch angenommen, oder nicht? Jetzt hab ich die angenommen. Ach Gott, Dude! Ins Dorf! Dann denkt man einfach mal, das ist automatisch ausgewählt, nachdem ich die angewählt hatte, wie andere Missionen auch. Und dann ist es das nicht der Fall, ne? Genau, hier in den Bergen, Kraterberg Hochland. Hochlandbasis, bitte. So, Darkrai. Da hinten, hier, ein tiefschwarzer Albtraum. Wir werden uns natürlich gut vorbereiten. Wir werden jetzt trotzdem ein paar Sachen herstellen müssen. Wir können leider nicht gute Düsenbälle. Flinker und fliegender Pokémon. Das ist eigentlich sehr gut, ne? Machen wir davon ein paar mehr. So, jetzt könnte davon keine herstellen. Ist aber nicht schlimm. Oder was fehlt uns denn? Eisenbrocken fehlen uns. Gut. Dann gehen wir schlafen. Bis in die Nacht. Oh yes. Das wird sehr cool. Das wird sehr cool. Ich freue mich sehr. Und da Darkrai fangen. Gut, und anschließend werden wir noch einmal schön einen wegsemmeln hier. So. Und dann machen wir uns auf den Weg. So, Darkrai. Das könnte sehr böse werden, aber auch sehr cool. Ach, cool. Sieh mal an, was man auf dem Weg noch findet. Ja, hier habe ich mich noch nicht so wirklich umgeschaut, nach diesen Lichtern. Auch wenn mir nur noch 8 fehlen. Allgemein habe ich mich hier in den Bergen nicht so wirklich umgeschaut, so richtig vernünftig. Weil ich erstmal, weil ich gerade am Kobalt-Küstenland bei bin, diese Dinge alle einsammeln. Hallo. Ich will mit euch nichts zu tun haben. Geht mal hoch. Wir sind aber bald da. Oder? Wie weit ist das denn? Hier in der Höhle. Ja gut, passt. Au!
Hä? Nee, ich bin doch doof. Ich bin den Pfeil gefolgt, ne? Ich bin so dumm, ey. Ich bin einfach so dumm. Leute, verzeiht meine Dummheit. Verzeiht mir einfach. Ich kann nichts dafür. Aber wir sind gleich da, hoffentlich. Hoffentlich ist es noch Tag. Hoffentlich ist es bis dahin nicht Tag. Da, Kreibels, ist ja cool. So, wir werden aber vorher hier nochmal vorspeichern. Gut. Kann ich einfach versuchen zu fangen? Nö. Da wäre wieder so eine Superwelle, also Pokéwelle, um zu gucken. Nee, es will nicht. Hm, was machen wir denn dagegen? Kann ich irgendwie Pokémon einsetzen? Was muss ich tun? Muss ich mich da reinstellen in diesen Kreis? Ich glaube nicht. Hä, was soll ich machen? Ich hab keine Ahnung, Leute. Darf uns nicht sehen. Es haut sofort ab. Ja. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, so doof kann ich nur auch nicht sein. Ich kann kein Pokémon rufen, wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich gucke einfach nach, ist mir zu dämlich. Okay, wenn es schreit, soll man ein Pokémon werfen. Ganz präzise. Das ist ganz timingabhängig einfach nur. Weiß ja nur nicht, wann man genau schreien muss. Ey, das ist halt aber auch so doof, ey.
Man muss genau in dem Moment werfen, wo es anfängt zu schreien oder so. Einfach nur Glückssache. Einfach Glückssache. Unglaublich. Jetzt können wir alle wieder ruhig schlafen. Genau, jetzt wird niemand mehr mal seinen Albträumen anheimfallen. Da mache ich mich auf den Heimweg. Ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast. Leb wohl. Ein tiefschwarzer Albtraum. Diese Quest kann man übrigens nur machen, wenn man ihr Pokémon Diamant und Pearl hat. Ein Safe, ein Spielstand auf seinem Account, glaube ich. Gut, da haben wir die Quest auch hinter uns. Oh. Meine Güte. Ja, ich habe Pokémon gefangen. Freut mich, ne? Hier, bitteschön. Darkrai, cool, ne? Level 70. Werden wir bestimmt auch nochmal sehen, wie es zum Einsatz kommt. Spukball, Schlummerort, Krafttechnik, Tempo-Technik, okay. Gut, der alte Mann da drüben, der hat, oder die alte Frau, ich weiß es nicht, alter, beides, hat auf jeden Fall eine neue Zeitquest für uns. Danke, hast du letztens mit dem Foto von Hasbro geholfen. Die Menschen im Dorf waren alle ganz begeistert davon. Ich zeige eine neue Bitte an dich. Sieh dir mal dieses Foto an. Das ist ein Traun. Keine Ahnung was. Ich weiß, was das ist. Ich weiß nicht, ob ich es habe. Du siehst das letzte Mal etwas auf dem Foto auch, oder? Obwohl es anscheinend so nah an mir dran ist, habe ich überhaupt nicht bemerkt, als ich das Foto aufgenommen habe. Anhand dieses Fotos kann man nicht sagen, ob es sich dabei um ein Pokémon handelt oder nicht. Das macht mich ganz nervös. Solltest du herausfinden, ob das Foto wirklich ein Pokémon zeigt, würde ich dir bitten, mir dieses Pokémon doch zu zeigen. Ich weiß nicht, ob ich das Pokémon habe. Bin ich ehrlich, ich habe keinen Schimmer. Wir gucken mal, wir sprechen ihn an und dann kriegen wir ja die Auswahlmenü und dann gucke ich mal, ob ich das Pokémon habe. Ich weiß, ich habe den Namen jetzt nicht im Kopf. Ich weiß, dass das ein Pokémon das ist, aber den Namen habe ich nicht im Kopf. Einer dieser Geister halt. Wegen des Auftrags bin ich hier. Pokémon zeigen. So, fangen wir mal an. Wow, wir haben doch schon mehr freigeschaltet. Okay. Knochenmaske suche ich. Du bist das nicht. Da oben ist es doch. Wie heißt es nochmal? Zwirlig, genau. Bitteschön. Da läuft es eiskalt die Rücken runter. Ja, das ist in der Tat die Gestalt, die auf meinem Foto zu sehen ist. Also handelt es sich wirklich um ein Pokémon. Jetzt, wo ich es in echt sehe, will ich gleich ein besseres Foto zum Andenken schießen. Dann schieß mal ein Foto davon. Du glaubst ja gar nicht, wie erleichtert ich bin, dass es sich um ein Pokémon gehandelt hat. Und das ist noch ein so liebenswürdiges. Wie schön, dass ich es fotografieren konnte. Das Pokémon auf dem nächtlichen Foto. Gut. Oh, die Vermisstensuche ist ja so alles so doof irgendwie. Da kriegt man halt nur ein Sternstück für. Das können wir machen. Keine Angst vor Geistern. Wenn wir schon einen Geisterpart haben, können wir schön die Geisterquest machen. Pokédex-Eintrag von Nebulak. Ich glaube, das habe ich schon. Pokédex-Eintrag von Nebulak habe ich, glaube ich, schon voll. Ich weiß es nicht. Wir werden es ja sehen. Kein Schimmer. Kann sein, dass es länger her ist, als ich es gemacht habe. Guten Tag. So, oh, sag bloß, du hast einiges über Nebulak in Erfahrung bringen können. Zeig doch mal her, was da steht in deinem Pokédex, richtig? Aha, so. Ich werde nicht mehr blitzen. Nebulak, ernähren Sie also vorzugsweise von Pilzen? Nicht, dass ich schrecklich enttäuscht davon wäre. Ich dachte nur, sie fräßt am liebsten Menschen. Klar. Ich verstehe mich ja selbst als Pilzliebhaber. Bestimmt sind wir verwandt im Geiste. Versteht ihr? Im Geiste. Hey Papa, was machst du da? Hallo Elias. Lass mich raten, es geht mir um die Arbeit. Warum nimmst du dir frei? Du hast versprochen. Dann gehen wir endlich an den Strand des Aufbruchs zu den Geistern, ja? Na, natürlich, versprochen ist versprochen. Morgen wird nicht gearbeitet. Keine Sorge. Ich freue mich schon sehr auf den ganzen Spuk. Juhu, hoffentlich finden wir wirklich ein paar Geister. Meine Freunde werden so neidisch sein. Ihr werdet alle sterben. Beeindruckend, wie er sich seine Angst nicht anmerken lässt, oder? Solch ein starker Junge. Aber zurück zu dir. Vielen Dank für deine Hilfe. Damit hat der Junge morgen nichts zu befürchten. Keine Angst vor Geistern. Verbindungsschnur. Geil. Nächste Quest. Na gut, machen wir die Vermisstungssuche. Kobalt, wo war das? Wo war die Vermisstungssuche?
Kobalt, Küstenland, Kobalt-Küstenland. Ja, da haben wir es hinter uns, Leute. Dann haben wir es hinter uns. Besser ist. Ja, ja. Enttäuschung ist da. Da müssen wir nach langem mal wieder Ursaring benutzen. Also die Weiterentwicklung von Ursaring. Ursaluna. So, dann such mal. Ich muss offscreen mit Ursaluna sowieso diese Zettel alle suchen und alle sammeln die Gedichte. Habe ich keine Lust drauf. Vor allem sind wir so langsam damit. So. Da soll irgendwas sein. Ein Süßtrüffel. Das freut ihn, ne? Ah. Diese Funktion hätten sie doch sparen können. Vor allem, weil alles schon wieder weg ist. Dieselbe, die... von euch muss ich auch welche fangen. Bitte schön, komm, bleib drinne. Bitte bleib drinne. Du scheinst größeres zu sein, oder? Ich weiß es nicht. Such mal weiter. Oben? Nein. Na komm. Hä, wo denn? Ach, die... Ja, schön. Ja. Nee. Ich suche die vermissten Personen immer noch. Die vermisste Person suche ich. Die Sache ist die, ich weiß halt nicht, wo die ist, ne? Ich weiß nicht, wo die ist. Wir sind richtig alarmarschig sind wir. Muss das so? Aber wenn wir erstmal die Pferde aufgenommen haben, dann finden wir es hier nicht. Ganz schnell. Ja, wo denn? Die hört schon auf. Ah, hier. Ein Eisenbrocken. Greif uns einfach an. Du dämlicher Schmetterling. Vielleicht suche ich auch komplett auf der falschen Seite, ne? Aber immerhin hat es sich gelohnt. Wir haben ein Gedicht gefunden. Oh, er hat schon was wieder entdeckt. Ja, mach, Buddel. Süßtrüffel. Ja, komm weiter, Ursa-Luna-Gedöns. Gut, dass ich das für euch erledigen muss, ne? Ihr sucht, ihr wahrscheinlich klickt ihr hier gerade durch oder so und wollt selber wissen, wo das ist.
Ich weiß, ich kenne euch doch. Das ist auch noch eine Sidequest. Die holen wir euch irgendwann anders mal ab. Kenne euch doch, Alter. Ihr guckt das einfach nur, um selber zu wissen, wo die vermisste Person ist. Und dann war's das. Und ihr klickt euch gerade durch. So. Ich wurde entdeckt. Ich kann nicht schnell reisen. Ich drücke da mal, das sind halt 100 verschiedene Knöpfe, Alter. Für verschiedene tausendsten Menüs, ey. Tausende Menüs. Nein. Dann buddel. Eisenbrocken, freut mich. Komm, beweg dich, du fettes Tier. Ich werde mit dir jetzt irgendwo da oben oder hinten oder hinter. Wahrscheinlich, ne? Beweg dich! Sobald es blau ist, wissen wir ja, dass das der Mensch irgendwie zu finden ist. Oh ja, da ist blau. Genau, komm, ist gesagt, ne? Kann doch plötzlich schneller werden. Danke, Ursaluna. Da ist sie. Du bist nicht suchen gekommen, oder? Ein Machalo hat mich durch die Luft geworfen und ich bin kopfüber im Meer gelandet. Was machst du? Ich konnte nicht bis zur Küste zurückschwimmen, also stecke ich jetzt hier fest. Würdest du mich bitte zurückbringen? Gerne doch. Ein Machalo hat sie einfach rübergeworfen, warum auch immer. Danke vielmals, Miko, ich schulde dir was. Wenn wir wieder im Dorf sind, lasse ich mir schon was einfallen. Sein Magnet ist wirklich beeindruckend. Es gleitet blitzschnell durchs Wasser, selbst wenn es Menschen befördert. Ich bin ganz schnell ganz hin und weg. Wir kehren zum Galaktik-Gebäude zurück. Unfassbare Szenen spielen sich hier ab. Da wurde sie einfach mit von einem Macholo ins Wasser geschmissen. Okay. Okay. Darf ich jetzt weitermachen? Ich hasse das immer, dass man danach so lange warten muss. Ja. Ins Dorf. Ich würde gerne die Mission abgeben. Das war auf jeden Fall ein Auftrag, ey. Dadurch, aber guck mal, dadurch hat sich der Partner wirklich wieder richtig gezogen, ne? Durch sowas. Wir geben die Mission erstmal ab. Das hört nie auf, ne? Das hört nie auf hier mit der Mission. Hallo! Ich hab sie wiedergefunden, ne? Bist du froh? Saul oder Ayafumi, wie du auch hier heißt. Mina ist unversehrt zurückgekehrt. Hab vielen Dank. Bei dir war ich wirklich an der richtigen Adresse. Du wirst den Ruf mir jetzt gerecht. Ursaluna konnte den Geruch sogar bis aufs Meer hinaus folgen. Es war ein beeindruckendes Pokémon. Sollte ich mich irgendwann trauen, ein Pokémon mit in mein Leben leben zu lassen, dann hoffe ich, dass es gute Sachen ist, so wie Ursaluna. Wir müssen suchen im Küstenland. Hey. Gut. Wann habe ich das gefangen? Offscreen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Pokémon gefangen habe. Ich glaube, ich habe es nicht gefangen. Naja, wir geben es einfach mal ab und wir gucken mal, ob wir es abgeben können. Ja, ich glaube, ich habe das Pokémon noch nicht gefangen gekriegt. Das sind die zwei Schwanzflossen, ihr erinnert euch? Ich weiß nicht, welches Pokémon das ist.
Das ist hier von die Weiterentwicklung. Finion. Luminion oder so heißt. Luminion oder so. Irgendwie heißt das Pokémon. Ich kenne die Namen ja nicht auswendig. Ab der vierten Gen wird es schwierig für mich. Gut, dann fangen wir mal, ne? Komm, gehen wir das Pokémon jetzt fangen. Was soll's? Soll der Käse. So, da ich natürlich weiß, wo das ist, ist es natürlich leicht, es auch zu fangen. Ich glaube, ich habe es noch nicht gefangen, weil jedes Mal wurde ich erwischt oder so von dem Pokémon außerhalb und ich konnte es nicht fangen und habe mir gedacht, so, ah, komm, dann hol ich es später. Dann machen wir es jetzt. Ich meine, was soll's, ne? Aber eh nichts zu verlieren. Ist ja nur die Zeit. Und wenn wir es fangen müssen, dann fangen wir es. Ob ich jetzt nur offscreen fange oder onscreen, ist ja egal. Aber onscreen wisst ihr halt, wo es das zu holen gibt, ne? Das ist halt der Vorteil. Das ist halt der Vorteil. Ich habe das Gefühl, als würde ich mit dem Vogel schneller sein, als mit dem. Als mit Dami-Tier. So. Es war irgendwie hier bei den Gewässern. Hier muss ich übrigens auch noch alle leuchtende Dinger sammeln. Ich glaube, hier gibt es noch eins oder eins, zwei, drei. So, das war irgendwie hier hinten, ne? Oder hier unten. Hey. Warum ist da so eine komische Stelle? Warum ist das, wenn ich von oben gucke, so eine komische Stelle? Naja. Suchen wir erstmal. Da ist es doch. Noch nicht gefangen, steht da. Ja, gut. Werfen wir jetzt einfach einen Hyperball und hoffen wir, dass es drin bleibt. Ich möchte es nicht töten. Ja, super. Luminion. Genau so heißt das. Oh, jetzt, wo ich das Luminion gefangen habe, ne? Habe ich irgendwie Bock auf Pokémon Snap, ne? Also New Pokémon Snap. Ich würde es gerne nochmal spielen. Warte mal, wenn wir schon hier sind, auf der Insel soll es noch irgendwie eine Fundsache geben. Ja, da hat jemand gegen das Ding verloren. Gegen das Dingen. Bitteschön. Guck mal, wie viele Japaner das ihre Sachen verlieren hier. Alles schlechte Spieler. Das hätte ich nicht von ihnen gedacht. So. Zurück gehen wir das Luminion mal da holen. Bitteschön. Das gibt ordentlich Asche. Ja, mach weiter jetzt. Diese Ungeduld immer. Ja. Ich würde gerne ins Dorf zurückkehren. Und dann geben wir der, ja, ich habe Namen, ich merke mir keine Namen von Leuten, außer Saul. Das kann ich mir merken. Saul. Weil da was Gutes drauf, weil man da viel Gutes drauf reimen kann. Guck das einmal, das Fione da an, da drinne. Was bist du denn für Pokémon? Ach, das. Dieses Schildteros oder so. Wie sieht es aus, wenn es sich da hinlegt? Das sieht ja richtig merkwürdig aus. Na gut. So, hey. Uta, also. Hast du das Pokémon mit den zwei Schwanzflossen gefangen? Ja. Ich hoffe, es ist. Wo ist es denn jetzt? Ich glaube, wir haben irgendwo eine Lücke gehabt, ne? Ich hasse das, ne? Ich hasse das, wenn ich Lücken habe. Und die dann plötzlich ausgesucht werden. Ich darf sie jetzt suchen. Ich finde es dumm, dass man hier nicht sortieren kann. Warte mal, doch, ich kann suchen. Nee. Ich konnte letztens suchen. Ich weiß es. Wo ist denn das? Ah, hier kann ich jetzt nicht hier suchen. Ich kann nur in meinen Dings suchen. Ich bin blind. Ich bin blind bei sowas.
Ihr habt's wahrscheinlich schon längst gesehen, ne? Wo ist dieses fucking Luminion? Da unten! Gott, das sieht halt aus, das ist so unscheinbar. Oh Gott, ey. Augen überall, ne? Aber nicht da, wo man die braucht. Versteh mich nicht falsch, ich hab sogar schon die Brille auf. Das Pokémon ist auch sehr hübsch, aber es ist nicht das Pokémon, das ich suche. Bitte, was? Was? Wie reizend, halt die Fresse. Wie ganz hin und weg. Bitteschön, gern geschehen. Krieg was dafür. Weiter noch viel Erfolg bei der Forschung. Danke. Guck mal, zwei Schwanzflossen, Alter. Und ich fange irgendwie so ein Mega-Viech, Alter. Oh Gott, nee, ey. Haben wir denn noch irgendwas Interessantes hier? Ein Knie für Orientierungslose kommen. Ja. Wo ist denn die? Wieso ist das immer woanders? Ich hasse diese. Warum wird es denn nicht so erleichtert? Das ist richtig furchtbar. Ich weiß nicht, wo das welches ist. Ich hoffe. Keine Ahnung, Mann. Wahrscheinlich woanders, ne? Ja, ich sehe schon, man muss raus. So, gerade weg Hochland, Hochlandbasis. Ich weiß nicht, wo die Olle steht, die ihr nass kniet haben will. Ich habe Knast kniet jetzt nicht mit. Ich hoffe, ich muss das nicht mitnehmen. Hallo. Ah, hallo, ich habe schon die Qualität. Ich brauche Hilfe für Forschungstor. Ich habe mich zur bizarren Höhle vorgewagt, um nach neuen Materialien zu suchen. Allerdings war ich unsicher, ob ich mit einem schlechten Orientierungssinn durch die Höhle was schaffen würde. Da ich mir an ein altes Sprichwort erinnert. Weißt du nicht, wohin es geht? Weiß den Weg, die treu nass kniet. Oder zu Deutsch immer der Nase nach. Das Knie zeigt stets in die gleiche Richtung. Deswegen hat man mich in meiner Heimat beigebracht, auf das Knie zu schauen. Falls man sich mal verlaufen sollte. Gesehen habe ich aber vielleicht noch keines. Mit einem das Knie und einer Karte sollte ich also in der Lage sein, die Höhle durchqueren, ohne mich zu verlaufen. Würdest du mir das Knie überlassen, falls du empfangen solltest? Ich werde mich natürlich auch fleißig umsehen. Mädel! Du darfst mal stehen, Alter. Knack! Ne, doch nicht? Schade. Ist sie in die Höhle alleine reingelaufen, oder was? Hallo. Gibst du mir denn das Knet? Ja, ich hab doch irgendwo eins. Da, bitteschön, schenke ich dir. Kannst behalten. Ja. Ein das Knet, seine riesige Nase zeigt wirklich immer in die gleiche Richtung. Seine Nase zeigt dort drüben hin. Da muss der Ausgang in dieser Richtung sein. Weißt du nicht, wohin es geht? Zeigt den Weg, die treue Nasknet. Ach, wäre ich diesem Pokémon nur früher begegnet. Ich danke dir vielmals, dass du mir geholfen hast, Nasknet zu begegnen. Jetzt kann ich es ohne durch die bizarre Höhle schaffen, ohne mich zu verlaufen. Ein Nasknet für Orientierungslose. Danke. Ja. Leute, was soll ich dazu sagen, ne? Ein Nasknet. Ja, ich statte Bericht. Ach, das Sprichwort zu Nasknet, das Sprichwort zu Nasknet erforscht, das gehört auch zu Dings, okay. Ja, cool. Ich will gerne ins Dorf zurückkehren. Ich werde diese Frage, was möchtest du jetzt machen? Was soll ich dazu sagen, Leute, ne? Was soll ich dazu sagen? Wir nehmen jetzt noch dieses Hackers hier an. Und dann machen wir den Pate-Ende, ne? Machen wir jetzt, ist gut, ne? Als ich den Kindern letztens mein Foto von Zwillig zeigte, waren sie ganz aufgeregt. Es hat ihnen Spaß gemacht, sich zu gruseln. Danke nochmal für deine Hilfe. Da fällt mir ein, ich hätte noch schon wieder eine neue Bitte an dich. Schau dir dieses Foto mal an.
Pflanzenkopf. Auf den ersten Blick handelt es sich um ein gewöhnliches Landschaftsfoto, aber bei genauer Hinsehen sollten dir die seltsamen Keimblätter im Vordergrund auffallen. Diese Blätter sind unbeabsichtigt ins Bild geraten. Ich vermute, dass sie zu einem Pokémon gehören. Aber beweisen kann ich es nicht. Wenn du herausfinden solltest, welches Pokémon es handelt, dann zeig es mir bitte. Bitte ein Exemplar. Ich glaube, das Pokémon habe ich schon. Ist das die. Ist das der Starter? Aus der vierten Gen, glaube ich. Guten Tag. Nein, 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 nein. Können die bloß nicht Foto machen? Ich glaube, das ist das hier, ne? Ich hoffe mal. Oh, ich bin so froh, dass ich das Vieh nicht noch nicht entwickelt habe. Da hat er also recht, diese Blätter wachsen auf den Kopf eines Pokémon. Lass mich schnell ein Foto zur Erinnerung machen. Boah, ich bin so froh, dass ich das Pokémon hier entwickelt habe schon. Das hätte ich mir jetzt nächstes gemacht. Ja. Schlussfoto. Also manchmal bin ich echt froh, dass ich Pokémon nicht nochmal extra fangen muss. Naja, Leute. Im nächsten Part werden wir wahrscheinlich die andere Sidequest machen, die wir da drin haben. Und einen Shaman, glaube ich, fangen. Na, ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zusehen. Lasst gerne ein Like und Kommentar da und abonniert, damit ihr nichts verpasst. Und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Ciao.